Tischlein, deck dich. Ja. Mal sehen, was es heute gibt. Ich bin pappensatt, wa? Ich bin pappensatt. Ich stehe hinten in der Küche bei meinem Pott mit der Soljanka. Und da kommt hier so ein Typ drin und füttert mir die ganze Gesellschaft mit Eva durch. Nicht eng Bier hab ich verkauft. Kommt hier rein mit dem Tischlein, deck dich. Sag mal, wenn ich auch so ein Tischlein hätte, ich wäre ja der gemachte Mann war. Das sieht doch haargenau nicht anders aus, wa? Wenn ich mit dem Tischlein komme, dann wird er mir nicht mehr böse sein. Und ging es zu seinem Vater. Und der Vater, der freute sich, dass sein ältester Sohn wieder zu Hause war und lud gleich alle Leute aus dem Dorf ein, den Pfarrer, den Bürgermeister, die Tante Hedwig. Und dann holte der Junge sein Tischlein. Tischlein, deck dich! Tischlein, deck dich! Vater, warte doch, ich lüge nicht. Herr Pfarrer, Herr Bürgermeister, wo wollt ihr Tante helfen? Wo wollt ihr denn hin? Ich lüge nicht, wirklich. Ich will dir was schenken. Mein alter, struppiger Esel, der hat dich reich gemacht. Aber nicht glücklich, mein Junge. Komm mit. Goldesel, streck dich! Hast du gesehen, mein Junge? Hast du gesehen? Ja, das pure Gold, mein Junge. Der ist im Stall drin gegangen. Zu seinem unstruppigen Esel. Und den hat er gesagt, Goldesel streckt dir. Das habe ich mit meinen eigenen Augen gehört. Da will mal kicken gehen. Ja, keine Schaden, ja. Goldesel streckt dir. Ach, ich weiß. Ich muss richtig sprechen. Goldesel, streck dich. Goldesel, das noch immer. Oh, das noch immer. Liese, komm mal her. Ja, hierher. Da, komm hierher, da. Stell dir hin, wa? Gib mir nicht so blöde an, wa? Und wenn morgen früh der junge Mann kommt, dann drehst du ja andersrum, hast verstanden, hä? Ich habe nämlich einen Goldesel, streck dich, einen Zauberesel. Haltet eure Pfannen, Schüsseln und Eimer bereit, in wenigen Minuten seid ihr reich. Goldesel, streck dich! Oh. Entschuldigung, Herr Pfarrer, so ein Esel ist eben auch nur ein Mensch. Goldesel, streck dich! Da bindest du den Sack auf, sagst Knüppel aus dem Sack, und da kommt der Knüppel raus und raus nach unten da. Und da sagst du sofort wieder, Knüppel in den Sack! Nenn ich übertreiben, und da bindest du wieder zu. Hm? Knüppel aus dem Sack! Aua! Und jetzt los! Und jetzt los! Aua! 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 Aua!
dich, was sie meinem Bruder gestohlen haben. Was für ein Zeug? Hä? Tischlein deck dich? Das habe ich ja noch nie gehört. Was soll das sein, wa? Also tut mir leid, junger Mann. Kann ich Ihnen nicht helfen? Ja, da muss wohl der Knüppel wieder aus dem Sack. Nee, ich weiß jetzt. Jetzt fällt's mir ein. Ich weiß. Hinten im Stall, da steht so ein aller struppiger Esel. Da, den könnt ihr... Kommen Sie mal mit, junger Mann. Hier, gucken Sie mal. Hier, meinen Sie bitte hier, können Sie ruhig mitnehmen, frisst wenn Ihnen oder Haare vom Kopf. Tischlein, deck dich. Da füllte sich der Tisch mit einem frisch gebackenen Apfelkuchen. Dann sagte der andere Junge, Goldesel strick dich. Und da flogen die Taler nur so durch die Schube und jeder konnte sich nehmen, so viel wie er wollte. Den Knüppel aus dem Sack aber, den steckte der alte Schneider in einen Stahlschrank, schloss zu und warf den Schlüssel in den Durfteich. Von da an lebten alle glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende.